Das ist Achi. Achi ist auf dem Weg nach Hause. Er hat auf seinem Arbeitsplatz früher Feierabend gemacht, um seine Kinder zu sehen. Der Typ hat das offensichtlich mit Absicht gemacht. Bruder! Mann, okay, sorry. Achi könnte jetzt einfach nach Hause zu seinen Kindern gehen. Was macht er? Wird er sich mit dem Typen anlegen? Denkst du, ich lass das mit mir machen, dass du mich anrempelst oder was? Bruder, ich hab doch sorry gesagt, es tut mir leid. Was Achi nicht wusste, ist, dass der Typ ATK beherrscht und er ihm ausgeliefert ist. Achi wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und sein Leben nahm von dort an eine tragische Wendung. Es läuft scheiße. Spaghetti, Sir. Danke. Ich hab Carbonara bestellt, nicht Bolognese. Hm? Sag das dem Koch. Okay. Abdel hat heute seinen ersten Tag als Koch begonnen. Bereits der erste Kunde beschwert sich. Guten Abend, hallo, wie geht's dir bitte? Hi, hast du das gemacht? Ich bin gemacht, ich bin gekocht, ich habe Scherze, ich habe gekocht, wer hat gekocht? Mein Cousin? Ich habe gekocht. Ich habe Carbonara bestellt und ich wollte nicht. Wie wird er jetzt handeln? Wird er sich auf die Zunge beißen oder seinen Prinzipien treu bleiben? Du, was du hast du, Stili? Carbonara, nicht Bolognese. Habibi, Carbonara! Wolle Marmonara! Wolle Bolognese, wolle Käse, wolle Fläse! Das Nudeln mit die Soße! Du essen, du kauen, deine Bauch und du machst du Scheiße! Warum du machst du so einen Film, Habibi, warum? Ich verstehe das nicht. Das ist nur die Lichtheit. Nein? Warum du machst du so ein Problem von einem Fliege? Fliege. Du machst du eine Elefante. Warum? Was Abdel nicht wusste, ist, dass er den Sohn vom Chef gerade anmacht. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Abdel hat natürlich seinen Job verloren. Und ist nun dabei, mit seiner Musik Geld zu verdienen. Ich bin arbeitslos, ach, kein Geld. Habibi, bitte helfen. Ich habe kein Geld, Geld, bitte helfen. Eine Euro. Junge Frau, bitte hilf, Habibi, danke Habibi, Bruder. Mit einem Cent. Es läuft scheiße. Das ist Vito. Vito hat es eilig, weil er ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job hat. Trotzdem lässt er den Typen vor ihm rein, weil er höflich sein will. Ja, okay, bitte, geh rein. Er fragt sich nun, ob der Typ denkt, dass er vor ihm rankommt. So, wer ist der Nächste? Der Typ steht dreist auf und denkt, dass er jetzt dran wäre. Wie wird Vito reagieren? Wird er seine körperliche Überlegenheit nutzen und mit Gewalt sein Recht einfordern? Was Vito vergessen hat, ist, dass Vito zwar breit ist, aber keine Ahnung von Schlägereien hat. Ein Schubser reicht, um ihn aus dem Laden zu bekommen. Vito konnte seine Haare nicht schneiden und bekam den Job nicht. Er sieht sehr traurig aus. Es läuft scheiße. Du musst wippen, wie soll ich denn runterkommen? Ach, du musst wippen, du musst deine. So, drücken. Mach dich mal ein bisschen schwerer, was denn los ist. Wie soll ich mich schwerer machen, Alter? Ey, mach dich doch mal. Ey. Kannst du nur kurz was zu dem Video sagen? Leute, dieses Video. Wie wollen wir das nennen nochmal? Situationen, die dein Leben verändern. Situationen, die dein Leben verändern. Okay. Leute, es werden jetzt mehrere solcher Videos kommen. Wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt. Was? Slow-mo. Slow-mo? Was Slow-mo? Ah, ach so.
Das Gesicht wollte ich drauf haben. Okay. Also Leute. Mann, Dicker, das ist voll krass. Also Leute, Situation. Ja, Situation, die dein Leben verändern könnten. Okay. Das war eine Situation, die mein Leben verändert hat. Und Leute, wer Ideen hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wer Ideen hat, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist voll, guck mal. Ich weiß gar nicht, was der hat, Mann.